So, jetzt bin ich nach kurzer Pause, wo ich mich drin aufgewärmt habe, wieder warm. Okay, für euch ist das jetzt vielleicht ein paar Stunden, je nachdem, wann ich das jetzt hochlade. Da werde ich dann wahrscheinlich schon schlafen. Während das andere hochlädt, dann mache ich das morgen. Ist für euch jetzt mehr Zeit vergangen als für mich. Für mich sind jetzt seit dem letzten Video nur ein paar Minuten vergangen. Aber das spielt auch keine Rolle. Hier jetzt nochmal mit lieben Dank an den Kaiserstuhl, mein durstiger Dave-Fan-Club, der mir dieses Bier hat zukommen lassen als Überraschung. Ne, da habe ich mich wirklich gefreut. Und dass ihr da auch wieder an mich gedacht habt, das ist wirklich klasse. Maxl Helles. So, jetzt lese ich nochmal hier, was hier steht. Eine überlieferte altbayerische Rezeptur unseres Braumeisters aus dem Jahr 1877 haben wir neu zum Leben erweckt. Unser Maxl, das Helle. Beste Zutaten und handwerkliche Braukunst garantieren authentischen und ursprünglichen Biergenuss, gebraut nach dem Reinheitsgebot der Bayern. Vollbier, Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Feierabend. Sehr gut. Hat auch schon mal wohl einen bayerischen Bier-Award oder sowas gewonnen. Da ist so ein Zeichen drauf. Eine geschützte geografische Angabe. Okay. 5,1% haben wir hier. Und es sieht auch schon witzig aus, so vom Layout, ne? Muss man wirklich sagen. Und das probieren wir jetzt. Jo, das ist auch ein voller halber Liter. Das ist schön, so wie es sich für die Bayern gehört. Ich glaube, in Bayern kriegst du selten 0,3er, ne? Weil da lachen die. Also das Standardmaß für Männer ist ja eigentlich eine Maß, ne? In Bayern, und eine halbe ist ja nur, wenn du eigentlich nur noch zum Ausklingen was brauchst, oder halt für Frauen, so habe ich es mal gelernt. Aber wenn du da in Bayern 0,3 Bier bestellst, oder gar ein Kölsch mit 0,2, da gucken die dich an, als hättest du nicht alle Tassen im Schrank. Ne? Das gibt's da gar nicht. Ich weiß es gar nicht, ob es das überhaupt gibt, dass du im Biergarten in Bayern 0,3er Bier. Keine Ahnung, ist das für Kinder wieder? Also, jetzt erstmal genug geschnackt. Runter damit. Mal gucken, ob es das taugt. Boah, das ist richtig süffig, ja. Das ist ein gutes Bier. Ich sehe gerade, ich habe hier einen Sprung, ein Glas, muss es andersrum halten. Dann ist jetzt halt ein Linkshänderglas, egal. Also, das ist gut. Das ist ja auch noch fast minimal zu kühl, aber das habe ich nicht so lange draußen gehabt wie das letzte Mal das Motorhead-Bier. Zum Glück, weil das geschmacklich dann wirklich besser ist, ein paar Grad weniger, also ein paar Grad mehr als 1 Grad plus. Also es sollte schon so 6, 7 Grad haben. Es dürfte das jetzt ungefähr haben. Sehr, sehr würzig. Also das ist einfach, ja, merkst schon, die Bayern können wirklich Bier brauen. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Also das ist wirklich kein Vergleich jetzt zu dem, was ich da kürzlich getrunken habe. Ich weiß schon gar nicht mehr, was das ist. Ja, was Japan ist, genau. Da ist natürlich der Witz daran, dass es halt exotisch ist, ne? Aber dass man halt das mal einfach ausprobiert hat, ne? Aber vom Geschmack her, Schulz, kann das dann natürlich mit dem bayerischen Bier nicht mithalten. Ich habe in der Männerhandtasche entdeckt, dass da auch ein bayerisches übrigens drin ist. Das werde ich dann auch noch die Tage präsentieren, aber wir haben ja noch Zeit. Ja, ich sage es euch, Leute, wenn Silvester rum ist, dann werde ich mal eine Woche Pause machen. Da dürft ihr mir nicht böse sein. Ich drehe jetzt hier noch Videos ab, jeden Tag eins mindestens, manchmal sogar zwei, damit ihr dann schön Nachschub habt immer und auch Spaß dran habt. Das könnt ihr dann zur Not halt nochmal ein zweites Mal angucken, wenn ich dann mal eine Woche wieder Pause mir gönne, weil das brauche ich dann auch echt mal. Ne? Also sonst explodiert auch mir der Kessel. Ne? Ich muss ja auch mal wieder ein paar bierfreie Tage machen. Aber wie gesagt, bis Silvester ziehe ich es jetzt noch durch, das ist ganz klar. Eine Woche lang wird jetzt noch jeden Tag mindestens ein Video gemacht. Und ja, also jetzt nochmal einen ganz, ganz lieben Gruß in den Breisgau. Und auch nach Bayern, wo das Bier herkommt. Also ich weiß nicht, Peter, wo du das besorgt hast, aber
dem jedenfalls, der das gemacht hat, auch einen lieben Gruß ausrichten. Und das kann man definitiv empfehlen. Also das kommt aus ja, Maxlrein. Ist ja witzig. Schlossbrauerei Maxlrein, Aiblinger Straße in 83104 Maxlrein. Ja, ich habe es mit Peter noch gar nicht gesprochen, wie er auf das gerade gekommen ist, ob das ein Bekannter von ihm ist, der das gerne mal vorstellen wollte. Oder ob das einfach, ja, keine Ahnung, ein Zufall war. Also es ist auf jeden Fall ein Bier, das ich empfehlen kann. Das ist keine Frage, das ist wirklich, wirklich lecker. Also definitiv besser, ihr fahrt nach Bayern und trinkt das, als ihr fliegt nach Japan und trinkt das, was ich kürzlich getrunken habe. Das kann ich definitiv mal sagen, weil das schmeckt besser und nach Bayern fahren ist auch wahrscheinlich weniger teuer. Und du musst danach nicht in Quarantäne, ne? Also, ich wünsche euch in diesem Sinne einen schönen Abend, gehabt euch wohl. Und ja, wir werden uns noch auf jeden Fall definitiv ein paar Mal sehen, bis das Jahr rum ist. Und die erste Woche im Jahr 2021 werde ich mir dann ein Päuschen gönnen mal. Und ja, aber das sehen wir dann. Das mache ich dann spontan noch. Vielleicht mache ich ja doch eins, wenn ich Bock habe. Aber gestern habe ich gedacht, kurz mal, boah Leute, ich brauche echt mal eine Pause. Aber jo, bis Silvester ziehen wir das jetzt noch durch. Macht's gut. Bis bald, euer Dave, hab ich lieb, ich denke an euch, trinkt ordentlich, jetzt sind Feiertage, ihr habt es euch verdient, haut rein, macht's gut und bis bald. Ein strammer Max. Vollmundiges, geiles Bier. Hat sich definitiv gelohnt. Bis bald.